Ja, vielen Dank, Herr Brunner, dass Sie heute hier sind. Sie haben ja vorhin von der europäischen Lösung gesprochen. Ich bin der Überzeugung, dass mit dem Problem, was wir heute haben, vor allem eine nationale Lösung brauchen. Anreize, Länder wie Österreich und Deutschland, Sach statt Geldleistungen, und Sie müssen aus GEAS austreten. Ich möchte Sie dennoch was fragen, was vielleicht ein bisschen sich unterscheidet zu den Fragen, weil Sie ja von der ÖVP sind und Sie genauso wie die CDU 2015 es mitgetragen haben, dass die Grenzen sich geöffnet haben. Wenn Sie damals wussten, welche Probleme auf uns zukommen, die Zahlen und Daten, Anschläge wie in Solingen und Mannheim, würden Sie Ihren Kollegen genauso raten, die Grenzen für jeden zu öffnen? Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Antwort vielleicht konkret beantworten können. Dankeschön. Ja, diese Frage kann man stellen, selbstverständlich. Ist aber vielleicht nicht mit Ja und Nein zu beantworten, weil natürlich im Rückspiegel der Geschichte immer vieles einfacher zu beantworten ist, als es vielleicht im Vorhinein zu beantworten ist. Weil Sie Solingen angesprochen haben, und wir haben gerade einen Jahrestag gehabt, auch in Österreich, und Sie haben Österreich erwähnt, von einem dramatischen Terroranschlag auch. Und das ist natürlich mit allem, was wir haben, zu bekämpfen, zurückzuweisen, wirklich auch gerade Solingen, aber auch Wien damals war dramatisch, und da müssen wir alles dafür tun, damit solche Dinge sich nicht wiederholen. Aber es dürfen auch gewisse Dinge, glaube ich, nicht vermischt werden. Wir haben Terrorangriffe, die ich total verurteile, Solingen, Mannheim haben Sie erwähnt, mit Nachdruck auch verurteile, und wir müssen eben solche schrecklichen Verbrechen unbedingt verhindern. Und genau deswegen bin ich ja auch überzeugt, dass Sicherheit eben unsere oberste Priorität insgesamt auch zu sein hat und im nächsten Mandat auch sein muss. Und drum, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, brauchen wir auch dringend so eine umfassende innere Sicherheitsstrategie, die eben mit all diesen großen Sicherheitsbedrohungen sich auch befassen. Also das ist das eine. Und dann haben Sie auch angesprochen, den Pakt indirekt. Und da ist die Stärkung der Außengrenzen in dem Zusammenhang natürlich auch unmittelbar damit verknüpft. Das ist von entscheidender Bedeutung, und da haben wir die Screening-Verordnung beispielsweise. Es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, die wir angegangen sind. Ich sage immer wir, die Sie alle auch mit dem Pakt angegangen sind. Und die Mitgliedstaaten müssen ja jetzt auch Datenbanken alle abfragen. Niemand kann durch unser Netz hoffentlich dann durchschlüpfen. Also da gibt es Eurodac mit Sicherheitskennzeichnungen und andere Dinge, die durchaus wichtig und notwendig sind. Also ein Bündel an Maßnahmen, aber wie gesagt, im Rückblick der Geschichte ist man natürlich immer anderer Meinung vielleicht.